So, liebe Leute, heute zeige ich euch, wie wir mal ein Flatcast-Hintergrund basteln. Dazu benutze ich hier das Programm PhotoImpact X3 mit meinem schönen Hintergrund hier. Einfach nur so. Habe ich mal irgendwo herbekommen. Zuerst starten wir das X3. Dann öffnen wir unser Bild. So, wie wir sehen, ist das 1278 x 971 und das ist viel zu groß. Deswegen drücken wir erstmal Shift und A und machen das Bild kleiner hier. Und dann auf machen wir das Schloss raus, 800 x 600. Ja, das war aber nichts. Ja? So. Dann hätten wir das schon mal so groß. Und dann nehmen wir wieder das Auswahlwerkzeug. Machen einen Strich weg. So. Was wir jetzt brauchen, sehen wir hier. Oh, das war das falsche Bild. Nehmen einfach mal das hier. Fett, kursiv, U-Linie, Smiley, Farbe. Machen wir mal. Zack. Eine andere Schriftart. Nehmen wir einfach mal die. Andere Farbe. Das kann man hier gut lesen. Ja. Und dann schreiben wir mal. Fett. Das kann man scheiße lesen. Ja, das geht so. Muss ich auch noch etwas größer machen. Fett. Smileys. Login, ganz wichtig. Ja, das heißt nur, dass wir die Kanten überschritten haben. Moment, ist das? Aha. Hier. Können wir den Wert auf maximal 200 stellen. So. Plus. Minus, ganz wichtig, groß, klein. Was haben wir denn noch? U-Linie. U-Linie. Kursiv. Kursivfett, Login, U-Linie, Smiley, Farbe. Farbe. So, die Schrift haben wir schon. Jetzt brauchen wir ja natürlich noch, damit es schön aussieht. Das ist schön drei Fenster. Dazu machen wir Datei neu, neues Bild. Benutzer definierte Größe. Breite 100, 150 und Höhe. 50, ja, 150 ist auch ein bisschen klein. 150. 45, mal gucken. Das kopieren wir hier und drücken STRG-A und STRG-C. Machen das Bild dann klein. Drücken hier STRG-V und dann haben wir es schon. Das machen wir jetzt allerdings noch durchsichtig. Rechtsklick Eigenschaft. Transparenz 75, muss man ausprobieren. Kann man es lassen. Chatbereich brauchen wir auch noch. Machen wir mit der Datei neu. Neues Bild.
Höhe 500. Na, 500 ist ein bisschen groß. 350. Bisschen klein. 400. Mal gucken. Mal kopieren. Einfügen. Ah, bearbeiten. Ist ein bisschen groß. Ich muss gerade selbst mal gucken. Hier. So. Aber wir müssen wieder Schloss ausmachen. So. Haben wir das. Dann machen wir das auch wieder durchsichtig. 75%. Zack. Jetzt wäre das ein klein bisschen höher. Die Schrift machen wir auch mal kleiner hier. 26. Das machen wir alles mal auf 26. Das ist so. Ist mal 26. So. Ich mache das jetzt alles einfach nur hier unten hin, so kleine Testweise, außer das Plus und Minus, das bleibt hier oben. Und das Login. Ich setze die mal ein Stück weiter rüber, damit wir auch was vom Bild haben. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Login, beziehungsweise die User-Anzahl. Dann machen wir mal 150 und 250. Drücken wir wieder STRG C, kopieren das. Hier drücken wir wieder STRG V, fügen das ein. Machen das dann auch durchsichtig. 75%. Obwohl, das ist ein bisschen klein. Schloss raus und dann runter. So, dann fehlt nur noch das Live. Live on air. Auto DJ. So, kontrollieren wir mal, ob wir alles haben. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Muss das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir. Natürlich fehlt noch das Copyright, das ist klar hier. Design bei Arcadino. Fügen wir an dieser Stelle hier unten ein, obwohl. Als Schriftfarbe kann man schlecht lesen. Ach, das lassen wir jetzt mal so. So, das war's. Jetzt speichern wir ihn. Speichern unter Desktop. Und dann, wenn wir wollen, Auto DJ HG. Wichtig ist als JPG. Forscher. Und nun ist er fertig. Das war's, meine Lieben. Viel Erfolg, viel Spaß beim Bauen und macht's mal nach.